Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und kleiner Hinweis vorweg, manchmal muss man daran erinnern, wenn euch die News hier gefällt, dann lasst doch gerne nach ein paar Minuten den Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, hier gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag die neuesten Nerd News bzw. die neuesten Nintendo News, also gerne mal ein Abo und die Glocke da lassen. Und jetzt legen wir los mit einer ganzen Menge Themen. Endlich ist die Katze aus dem Sack. Crash Bandicoot 4 It's About Time wird auch für neuere Konsolen erscheinen. Und zwar für die PlayStation 5, für die Xbox Series X und als kleine Kirche obendrauf auch noch für die Nintendo Switch. Auch erste Vergleichs-Screenshot gibt es schon. Man hat sich wohl für die Nintendo Switch-Fassung so ein bisschen mehr an Cel-Shading orientiert, damit man auch die Grafikqualität halten kann, ohne dass es allzu große Einbußen gibt. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wie ich finde. Und das Ganze wird am 12.03.2021 für alle neueren Systeme erscheinen. Wer übrigens schon Besitzer der Xbox oder PlayStation 4 Fassung ist, ihr bekommt das Upgrade auf die Next-Gen-Fassung kostenlos und habt damit 4K und 60 Frames. Für die Nintendo Switch wird es sicherlich ein bisschen anders aussehen. Hier werden wohl die 30 Frames das Ziel sein, aber auf jeden Fall cool, dass es kommt. Leider reißen die Negativmeldungen um CD Projekt Red nicht ab. Jetzt wurden sie auch noch gehackt von Ransomware-Hackern. Und ja, die haben wohl einige Daten stehlen können. Das hat CD Projekt Red jetzt zumindest bestätigt. Und die Ransomware-Hacker wollen gerne da so ein paar Daten veröffentlichen, wenn man sich da denn irgendwie nicht einigen kann. Und das wäre zum Beispiel der Quellcode von Cyberpunk 2077. Wäre auf jeden Fall eine traurige Angelegenheit, aber CD Projekt Red will sich auf jeden Fall wehren. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Aber naja, wenn der Quellcode an die Öffentlichkeit kommt, dann kann ja zumindest die Community auch noch ein bisschen helfen, das Spiel weiterhin zu patchen. Und noch eine zweite Negativmeldung, die nicht abreißen will, und zwar Stadia. Nachdem man ja letztes Mal schon das Game Studio geschlossen hat, gibt es nun auch erste Regungen von externen Entwicklern. So wird zum Beispiel Terraria nicht mehr auf Stadia erscheinen. Das hat man nun bestätigt. Das heißt, auch der Support von Drittherstellern bricht weg. Ich glaube, Stadia wird leider nicht mehr lange leben. Aber kommen wir mal zu der Allgemeinmeldung, weswegen ihr hier wahrscheinlich auf die Nerd News geklickt habt, denn 2021 wird es wieder eine E3 geben. Aber wie ihr euch denken könnt, nicht als Messe, sondern als digitales Event. Und das wird im Juni stattfinden. Am 14. Juni geht es auch schon los und dann geht es weiter. Jeden Tag so knapp 12 Stunden bei uns in Deutschland zwischen 22 und 10 Uhr. Ist ja nun mal ein amerikanisches Event und da werden viele Spiele-Neuheiten vorgestellt. Das hat zumindest der Wirtschaftsdienst Bloomberg gesagt und die ESA, also die Veranstalter der E3, haben das nun indirekt bestätigt. Der genaue Terminplan und so weiter wird allerdings noch kommen und man weiß bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, ob Microsoft, Sony oder Nintendo dabei sein werden. Das wäre natürlich ziemlich bitter, aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Denn genau in dieser Zeit soll es auch noch andere digitale Events von anderen Herstellern geben. Ich hoffe nur, dass es nicht so ein Riesendurcheinander wie letztes Jahr wird. Aber die E3 werden wir uns auf jeden Fall reinziehen und zwar hier auf YouTube im Livestream. Wir werden 3 Tage a 12 Stunden streamen. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Überraschungen geben wird. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht allzu langweilig wird. Von Microsoft gibt es momentan nicht allzu viel zu berichten, allerdings gibt es so einen kleinen Wink von 343 Industries, denn die programmieren ja am aktuellen Halo Infinite rum und da gab es jetzt eine Stellenausschreibung und die suchte einen Producer für ein unangekündigtes Halo-Spiel. Da hatten wir wohl so eine kleine Hoffnung, dass noch so ein unbekanntes Halo in der Mache ist, vielleicht so ein neues Halo Wars oder so, aber 343 Industries hat das schon dementiert. Ja, das war wohl eine Stellenausschreibung für Halo Infinite, aber vielleicht wollten sie auch nicht allzu viel verraten und da hat sich jemand vertippt. Auf der anderen Seite könnte es allerdings auch nur, naja, sagen wir es mal so, ein Copy-Paste-Fehler gewesen sein. Wir dürfen gespannt bleiben, die sitzen ja nicht untätig in ihren Studios rum, die haben sicherlich noch eine ganze Menge mit Halo Infinite zu tun, aber vielleicht kommt ja demnächst noch das ein oder andere neu auf uns zu. Die PlayStation 5 ist kaum zu bekommen und das wird sich wohl auch nicht großartig ändern und wir hoffen alle auf den Juli, wo es endlich mal wieder gute Lieferungen geben soll. Allerdings werden wir wohl nicht die einzigen bleiben, die damit beliefert werden.
Auch für China soll dann der Start losgehen. Und ja, das ist ein, sagen wir mal, ambitioniertes Projekt, nachdem man ja hier kaum die Konsolen bekommt, das dann auch noch nach China mit einer wesentlich größeren Bevölkerungsdichte durchzubringen. Schauen wir mal. Jedenfalls hat das Sony jetzt angekündigt und ich bin sehr gespannt, wie das da laufen wird. Und wo wir gerade bei Lieferengpässen sind, in Japan ist das ja schon ein bisschen eskaliert. Da wollten ja 1300 Leute 300 PlayStation 5 haben und ja, Corona-Schutzmaßnahmen waren da nicht so angesagt. Jedenfalls hat man jetzt kurzfristig bei, ich muss es kurz vorlesen, Yodobashi Kamera gesagt, das ist quasi Mediamarkt oder Saturn in Japan, dass man das wohl ein bisschen beschränken wird. Und zwar wird es nur mit einer Kreditkarte bzw. mit einer Goldpoint-Card bzw. direkt mit einer Kreditkarte von Yodobashi Kamera möglich sein. Außerdem solltet ihr vorher noch keine PlayStation 5 gekauft haben und auch nicht mehrere Nintendo Switch. Ja, also wer das Problem hatte, dass seine Switch kaputt gegangen ist und die eventuell schon aus der Garantie war und dann noch eine gekauft hat, der ist ausgeschlossen vom PlayStation 5 Kauf. Komische Entscheidung, aber naja, was will man bei den aktuellen Lieferengpässen denn auch anderes machen? Viel interessanter ist allerdings eine kleine Technik, die auf der PlayStation 5 zum Tragen kommt und die sieht man jetzt sehr gut an Control, an der Ultimate Edition sozusagen. Denn während die auf der Xbox Series X 42 GB wiegt, wiegt sie auf der PlayStation 5 nur noch 24 GB. Und das liegt an der sogenannten Kraken-Technologie, die soll Spiele effizient komprimieren. Ja, also das ganze Spiel, nicht irgendwelche Teile, sondern das ganze Spiel wiegt ungefähr die Hälfte wie auf der Xbox Series X und das soll durch diese Technologie möglich sein. Damit könnte sich natürlich der Speichernachteil der PlayStation 5 auch wieder so ein bisschen aufheben, aber interessant und schön, dass es so eine Techniken gibt. Auch sorgt diese Technik dafür, dass Prozessor und auch Grafikkarte entlastet werden, weil man wohl nicht mehr so viele Daten da durchballern muss. Das ist auf jeden Fall sehr schön und könnte auch, naja, sagen wir mal, erklären, warum die PlayStation 5 tatsächlich in manchen Tests immer noch ein bisschen schneller ist als eine Xbox Series X. Microsoft wird sicherlich auch mal so eine Technologie um die Ecke bringen, gerade wo das jetzt bekannt ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt und wie viel effizienter man werden kann auf geschlossenen Systemen mit solchen Techniken. Nintendo gibt es momentan nicht sehr viel Offizielles. Wir hoffen ja immer noch alle auf Neuankündigungen, aber die werden wahrscheinlich erst nach April kommen. Außer dieses Wochenende kommt Super Mario 3D World. Ihr wisst es, naja, brauche ich ja nicht mehr erwähnen. Aber es gibt eine Kleinigkeit von der Fanseite aus. Und zwar die PC-Version von Super Mario 64 nimmt immer weiter neue Züge an. So hat sich nun ein Programmierer rangemacht, in Super Mario 64 tatsächlich Raytracing einzuprogrammieren. Er persönlich besitzt eine 3090 von Nvidia, auch ein seltenes Stück Technik heutzutage, und macht sich gerade daran, Super Mario 64 komplett mit Raytracing auszustatten. Egal ob Reflexion, egal ob realistische Schattenwürfe und so weiter und so fort, das existiert ab sofort alles in Super Mario 64. Und ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da und schon haben wir unser Remaster, was wir immer alle haben wollten. Ich finde es cool, wenn Fans an so alte Software nach so langer Zeit rankommen. Leider wird es ja von Nintendo nicht supportet und damit kann man keinen Download-Link anbieten, nichts, gar nichts. Man muss ein bisschen suchen. Genauso wie bei dem GoldenEye Remaster, was ich in der letzten Nintendo News vorgestellt habe. Das kriegt man aber. Den Hinweis kann ich euch zumindest da lassen. Und es sieht gut aus und macht auch richtig Spaß. Aber kommen wir doch mal zur Nintendo-Liebe gegen Fans, denn es gibt einen neuen Hinweis, dass Nintendo in seinem Freizeitpark, ja, der hat ja jetzt quasi so halb geöffnet, darf aber nicht betreten werden wegen Corona, einige Modelle vom newer Super Mario Bros. Team von den Kakteen genommen hat und die dann in 3D da in den Park gestellt hat. Die Dinger sehen nämlich exakt aus wie im Spiel von dem newer Team. Die haben nämlich eigene Kakteen erfunden mit der Blüte an der passenden Stelle und genau die wurden jetzt im Nintendo Land gefunden, also in der Super Nintendo World. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und das ist schon mal wieder ein kleines Kuriosum, wo Nintendo natürlich mit ihren eigenen Rechten machen kann, was sie wollen, aber ich finde es trotzdem irgendwie schon ein bisschen komisch.
So, das war es dann allerdings auch schon mit den aktuellen News, aber es gibt noch viel mehr und die kommen jetzt in der Übersicht. Nochmal verschoben, Prince of Persia Sands of Time bekommt ein unbekanntes Release-Datum. Das hat Ubisoft nun bestätigt, nachdem es ja kräftig Kritik an der Qualität der ersten Trailer gab. Und man will vor allem an der Qualität schrauben. Das ist doch auf jeden Fall mal ein guter Vorsatz. Wie es nicht geht, hat er zum Beispiel das 13 Remake gezeigt. Habt ihr Lust auf neue Details zum Final Fantasy VII Remake? Das könnte nächstes Wochenende schon soweit sein, denn Japan findet ein kostenpflichtiges digitales Streamkonzert statt, extra zum Final Fantasy VII Remake Orchester. Und da wird wohl Motomo Toriyama, seines Namens Game Director des Spiels, einige neue Details zum Final Fantasy VII Remake bekannt geben. Das könnte natürlich die neue Version für PlayStation 5 und PC sein oder aber schon der zweite Teil. Wir dürfen gespannt bleiben. Ach ja, Anthem. Ein Projekt, was erstmal eiskalt untergegangen ist und dann nochmal überarbeitet werden sollte. Aber laut Gerüchten wird es wohl nicht mehr weitergehen mit Anthem, denn EA wird wohl nächste Woche entscheiden, ob das Projekt komplett abgesägt wird. Ich bin sehr gespannt. Der Wirtschaftsdienst Bloomberg will da auf jeden Fall mehr aus internen Quellen wissen, aber wäre auf jeden Fall schade für die Käufer. Take-Two und Rockstar Games haben gut lachen, denn GTA 5 und auch Red Dead Redemption 2 verkaufen sich wie geschnitten Brot. Über 140 Millionen Grand Theft Auto 5 wurden mittlerweile weltweit ausgeliefert. Ob da die ganzen Digitalverkäufe von Resellern, offiziellen Resellern übrigens dabei sind, weiß man nicht. Aber ja, das Spiel gibt es ja mittlerweile auch schon für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Außerdem gibt es noch Zahlen zu Red Dead Redemption 2. Das wurde mittlerweile über 36 Millionen Mal verkauft und ist damit verdammt erfolgreich für sein Setting. Da hat sich wohl Herr Yamaoka ein wenig versprochen. In einem Interview vor knapp einer Woche bestätigt er nämlich, dass es wohl im Sommer eine Ankündigung geben wird für ein Projekt, an dem er schon lange arbeite und auf das viele warten. Jedenfalls wurde dieses Interview jetzt gelöscht und Konami hat gleich mal Stellung dazu genommen und hat gesagt, nein, wir waren das nicht, die dieses Interview gelöscht haben. Ob es Sony war in letzter Instanz, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall sehr interessant, denn Yamaoka ist natürlich auch für einiges an der Silent Hill-Serie verantwortlich. Wer übrigens Bock hat, für sein Geld richtig Spiel zu bekommen, der darf sich jetzt auf Resident Evil Village freuen. Das bestätigt nun zumindest Peter Fabiano und ja, der ist Produzent des aktuellen Resident Evil-Spiels. Der sagt nämlich, dass es wesentlich länger ist als Resident Evil 7. Wir dürfen auch hier gespannt bleiben. Wusstet ihr eigentlich, dass Playtonic Games nächstes Wochenende schon 6 Jahre alt wird? Ja, richtig gehört. Das Studio, was aus ehemaligen Rare-Mitarbeitern besteht und Yooka-Laylee zum Beispiel zu verantworten hat, haben bald Geburtstag. Und das ist schon eine ganze Menge Zeit dafür, dass man gar nicht mal so viel auf den Markt gebracht hat. Jedenfalls will man jetzt am Geburtstag Neuigkeiten ankündigen. Also schauen wir mal, was wir demnächst erwarten dürfen. So, das war's dann mit der aktuellen Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Eure wöchentliche Übersicht über alle wichtigen Themen aus der Videospielwelt. Wenn ja, Daumen nach oben und Abo dalassen, wie am Anfang schon erwähnt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.